Guten Abend, geschätzte Damen und Herren, liebe Gäste und Freunde des Bad Hallener Karneval Clubs. Herzlich willkommen zur 44. Faschingssitzung des BHCC hier im Prunksaal der Jahnturnhalle in Bad Hall. Ich freue mich, dass Sie wieder so zahlreich zu uns gekommen sind und begrüße Sie gemeinsam mit allen, die auf der Bühne stehen, mit unserem dreifach donnernden Karnevalruf. Ba! 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 Es sind sehr, sehr viele Ehrengäste unter uns, die werde ich Ihnen dann ein bisschen später noch einzeln vorstellen. Aber jetzt freut es mich ganz besonders, Ihnen unsere beiden Prinzenpaare vorstellen zu dürfen. Zunächst unser Kinderprinzenpaar. Im Fasching 2015 reagieren die Kindernarrenschar von Bad Hall und Umgebung. Prinz Simon II., der Fußballstar und Legionar, und Prinzessin Therese I., die flötenspielende Hip-Hop-Queen. Mit bürgerlichen Namen heißen die beiden Simon Reisinger und Therese Gutmannsbauer. Und nun zum großen Prinzenpaar des BHCC. Im Fasching 2015 regiert in der Narrenstadt Bad Hall Prinz Helmut II., der Sektbaron am Narrenthron, und Prinzessin Bettina II., die Engagierte von Tratsch und Illustrierte. Die beiden kommen ja aus der neuen Bad Haller Vorstadt Sierning und heißen mit bürgerlichen Namen Helmut und Bettina Lehner. Übrigens hat unser Prinzenpaar bei ihrer Amtsübernahme und bei der Bekanntgabe der Gesetze selbst darüber verfügt, dass Sierning zur Vorstadt von Bad Hall erklärt wird, zumindest im Fasching. Und jetzt dürfen wir die Proklamationen unserer beiden Prinzenpaare hören. Zunächst unser Kinderprinzenpaar. Wir beide sind in diesem Jahr Bad Haller Kinderprinzenpaar. Wir dürfen durch die bunten Zeiten die Nachwuchs-Faschingsnahen begleiten. Der Fasching ist, so will ich meinen, auch sehr lustig für die Kleinen, weil die bunte Narrenwelt allen Kindern gut gefällt. Lachen, Scherzen und viel Spaß, auch die Großen mögen das. Gute Unterhaltung heute wünscht Prinz Simon, euch der Zweite. Baha! Als Prinzessin hier zu sein, das ist ganz besonders fein. Manchmal meint man da sogar, Märchen werden wirklich wahr. Für uns ein großes Abenteuer war die Kindersitzung heuer, wo die kleinen Faschingsnahen wieder ganz entfesselt waren. Auch heute geht's wieder rund und es wird lustig und sehr bunt. Viel Spaß mit unserer Narrenschar wünscht das Kinderprinzenpaar. Baha! Und nun hören wir die Proklamation unseres großen Prinzenpaares. Faschingsprinz hier in Bad Hall ist ein ganz besonderer Fall. Man denkt, um dieses zu erreichen, gibt es einen Andrang ohnegleichen. Doch dem Bad Haller, welch ein Graus, gehen die schönen Männer aus. Drum hat man auch ganz ungeniert mich aus Sierning importiert. Es wird den Faschingsnahenverein, die Stadt Bad Hall, ja jetzt schon zu klein. Was sicherlich noch dazu führt, dass Sierning eingemeindet wird. Ich habe in Zivil, Gottlob, auch einen prickelnd guten Job. Versorge, ich sag's ganz direkt, unser Land mit Henkelsekt. Doch wer die Faschingsnahen kennt, die meisten sind da abstinent. Und darum wünsche ich mir grad, ihr im Saal seid nicht so fad. In diesem Sinne, liebe Leute, noch einen schönen Abend heute. Lasst die Korken kräftig knallen, das wünscht der Faschingsprinz euch allen. Zwei Sierninger am Faschingsthron, das ist schon eine Sensation. Für Sierning ist das eine Ehre, wie wenn's zur Stadt erhoben wäre. Wir werden auch, das wird ganz fein, bestimmt bald Ehrenbürger sein. Und vor der Kirche, man wird sehen, wird von uns zwei ein Denkmal stehen. Ich bin ja dort in der Trafik und verkauf den Leuten Chick. Ich höre dann beim Zeitungsschlichten,
all die Klatsch- und Tratsch-Geschichten. Wenn was bei uns im Ort passiert, bin ich bestens informiert. Dann wird gelästert viele Stunden in ganz diskreten Damenrunden. Da taugt mir hier der Fasching richtig, alle sind ganz brav und züchtig. Man kommt sich manchmal direkt vor, als wäre man beim Kirchenchor. Ich wünsche euch zu guter Letzt ein paar schöne Stunden jetzt. Genießt die Sitzung dieses Jahr mit eurem Faschingsprinzenpaar. Baha!